Von der Bühne direkt zu dir nach Hause. Der Galli-Theater Märchen-Podcast. Mit Anna, Chris und Kim. Vom Fischer und seiner Frau. Es war einmal ein Fischer und seine Frau. Die wohnten zusammen in einer kleinen Fischerhütte, dicht an der See. Und der Fischer ging alle Tage hin und angelte. So saß er auch einmal mit seiner Angel und saß und saß und sah immer in das glasklare Wasser hinein. Als plötzlich seine Angel bis auf den Grund ging, ganz tief hinunter. Als er sie heraufholte, hing ein großer Butt an der Angel. Wie erschrak der Fischer, als der Butt plötzlich zu sprechen anfing. Hör mal, Fischer, ich bitte dich, lass mich leben. Ich bin kein richtiger Butt. Ich bin ein verwunschener Prinz. Was hilft's dir denn, wenn du mich tötest? Ich würde dir doch nicht recht schmecken. Setz mich wieder ins Wasser und lass mich schwimmen. Nun, du brauchst gar nicht so viel Worte machen. Ein Butt, der sprechen kann, werde ich doch wohl schwimmen lassen. Damit setzte er ihn wieder in das klare Wasser und ging zu seiner Frau in die kleine Hütte. Aber Mann, sagte die Frau, hast du denn heute gar nichts gefangen? Nein, ich fing nur einen Butt. Der sagte, er wäre ein verwunschener Prinz. Da habe ich ihn wieder schwimmen lassen. Hast du dir denn nichts gewünscht? Nein, was sollte ich mir denn wünschen? Ach, ist es nicht übel, immer hier in der Hütte zu wohnen? Die stinkt und ist so eklig. Du hättest uns doch ein kleines Häuschen wünschen können. Geh noch einmal hin und ruf ihn. Sag ihm, wir wollen ein kleines Häuschen haben. Er tut das bestimmt. Meinst du? Ja, klar. Du hattest ihn doch gefangen und hast ihn wieder schwimmen lassen. Er tut das ganz bestimmt. Geh gleich hin. Der Mann wollte keinen Streit mit seiner Frau und ging an den Strand. Als er dorthin kam, war die See ganz grün und gelb und gar nicht mehr so klar. Aber er stellte sich hin und sagte, Manche, Manche, Timpete, Butje, Butje in der See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Da kam der Butt angeschwommen und fragte, Na, was will sie denn? Ach, ich hatte dich doch gefangen. Nun sagt meine Frau, ich hätte mir doch was wünschen sollen. Sie mag nicht mehr in der Hütte wohnen. Sie will gern ein kleines Häuschen. Geh nur. Sie hat es schon. Da ging der Mann nach Hause. Und seine Frau saß wirklich nicht mehr in der kleinen Hütte. Denn an ihrer Stelle stand jetzt ein Häuschen. Und seine Frau saß vor der Türe auf einer Bank. Da nahm ihn seine Frau bei der Hand und sagte zu ihm, Komm nur herein. Sieh, nun ist es doch viel besser hier. Da ging sie hinein. Und in dem Häuschen war ein kleiner Vorplatz. Und eine kleine, reine Stube und Kammer, wo jedem sein Bett stand, und Küche und Speisekammer, alles aufs Beste mit Gerätschaften versehen und aufs Schönste aufgestellt. Dahinter war auch ein kleiner Hof mit Hühnern und Enten und ein kleiner Garten mit Grünzeug und Obst. Schau, ist das nicht schön? Ja, so soll es bleiben. Nun können wir vergnügt leben. Mal sehen. Dann aßen sie etwas und gingen zu Bett. So ging es 14 Tage lang. Doch dann fing die Frau an zu nörgeln. Ach Mann, das Häuschen ist gar zu eng und der Hof und Garten sind so klein. Der Butt hätte uns doch gleich ein größeres Haus schenken können. Ich möchte so gerne in einem großen steinernen Schloss wohnen. Geh hin zum Butt. Er soll uns ein Schloss schenken. Das Häuschen ist doch wirklich groß genug für uns zwei. Wozu sollen wir denn in einem Schloss wohnen? Ach was. Geh nur hin. Der Butt kann's doch machen. Nein, der Butt hat uns das Häuschen gegeben. Ich mag nicht schon wieder mit neuen Wünschen kommen.
Den Butt könnte das verärgern. Doch, geh. Er kann das doch gut und tut es bestimmt gern. Los. Dem Mann war sein Herz so schwer und er wollte nicht. Er sagte zu sich selber, das ist nicht recht. Aber dann ging er doch hin. Als er an die See kam, war das Wasser ganz violett und dunkelblau und grau und dick und gar nicht mehr so grün und gelb. Doch war es noch still. Da stellte er sich nun hin und rief, Manche, Manche, Timpete, Butje, Butje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? Ach, sie will in einem großen steinernen Schloss wohnen. Geh nur hin, sie steht vor der Tür. Da war der Butt verschwunden und der Fischer ging nach Hause. Der Wunsch war in Erfüllung gegangen. Ein wunderbares Schloss mit vielen Türmchen und Verzierungen daran erwarteten ihn. Auf der Steintreppe empfing ihn seine Frau, nahm ihn bei der Hand und sagte, Komm nur herein! Da ging er mit ihr hinein. Und in dem Schloss waren lauter Bedienstete. Die rissen die großen Türen auf und in den Zimmern waren lauter goldene Stühle und Tische. Und kristallene Kronleuchter hingen von der Decke. Auf den Tischen stand herrliches Essen und der allerbeste Wein. Und hinter dem Haus war auch ein großer Hof mit einem Pferde- und Kuhstall und Kutschwagen. Alles vom Allerbesten. Auch war da ein großer, herrlicher Garten mit den schönsten Blumen und feinen Obstbäumen und ein herrlicher Park, wohl eine halbe Meile lang. Da waren Hirsche und Rehe drin und alles, was man nur immer wünschen mag. Na, ist das nicht schön? Oh ja, so soll es auch bleiben. Nun wollen wir auch in dem schönen Schloss wohnen und können wirklich zufrieden sein. Abwarten, erst wollen wir mal darüber schlafen. Darauf gingen sie zu Bett. Am anderen Morgen wachte die Frau als Erste auf. Es war gerade Tag geworden und sie sah von ihrem Bett aus das herrliche Land vor sich liegen. Der Mann reckte sich noch. Da stieß sie ihn mit dem Ellenbogen in die Seite und sagte, Mann, steh auf und guck mal aus dem Fenster. Sieh, könnten wir nicht König werden über das ganze Land? Ach, Frau, sei doch zufrieden. Warum sollen wir denn König sein? Nun, willst du nicht König sein, so will ich König sein. Geh hin zum Butt, ich will König sein. Ich mag ihm das nicht sagen. Warum nicht? Geh sofort hin, ich muss König sein. Da ging der Mann ganz bedrückt zum Strand. Und als er an die See kam, war die See ganz schwarz-grau und das Wasser drängte so von unten herauf und stank auch ganz faul. Da stellte er sich hin und sagte, Manche, Manche, Timpete, Butje, Butje in der See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? Ach, sie will König werden. Geh nur hin, sie ist es schon. Da ging der Fischer hin. Und als er zu dem Schloss kam, war dieses noch viel größer geworden, mit einer Schildwache vor dem Tor und lauter Soldaten und überall Pauken und Trompeten. Und als er in das Schloss kam, so war alles von purem Marmor und Gold. Da gingen die Türen von dem Saal auf, wo der ganze Hofstaat war, und seine Frau saß auf einem hohen Thron von Gold und Diamanten. Sie hatte eine große goldene Krone auf und das Zepter in der Hand von purem Gold und Edelstein. Und auf beiden Seiten von ihr standen 6 Jungfrauen in einer Reihe. Immer eine, einen Kopf kleiner als die andere. Da stellte er sich hin und fragte, Ach, Frau, bist du nun König? Ja, nun bin ich König. Da stand er nun und sah sie an. Und als er sie eine Zeit lang so angesehen hatte, sagte er, Was ist das schön, dass du König bist. Nun wollen wir uns auch nichts mehr wünschen und ganz zufrieden sein. Ach, was? Ganz zufrieden. Mir wird schon jetzt ganz langweilig. Ich kann das nicht mehr aushalten. Geh hin zum Butt.
König bin ich schon, nun muss ich auch Kaiser werden. Na geh schon! Da musste der Mann hingehen, aber ihm wurde ganz bang. Und als er so ging, dachte er bei sich, das geht nicht gut. Kaiser ist so unverschämt. Inzwischen war er am Strand angekommen und die See war nun ganz schwarz und dick und fing an, so von unten herauf zu schäumen, dass sie Blasen warf. Da stand der Fischer nun und rief, Mantje! Mantje! Timpete! Butje! Butje in der See! Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? Ach, Butt, meine Frau will Kaiser werden. Geh nur hin, sie ist es schon. Und sie war es wirklich schon. In einem wundervollen Schloss, von poliertem Marmor, mit kostbaren Figuren aus Alabaster und goldenem Zierat, saß seine Frau auf einem goldenen Thron. Barone und Grafen und Herzöge liefen herum, gerade so, als ob es Diener wären. Sie hatte eine große goldene Krone auf, die war mit Brillanten und kostbaren Karfunkelsteinen besetzt. In der einen Hand hatte sie das Zepter und in der anderen den Reichsapfel. Und auf beiden Seiten neben ihr standen die Trabanten in zwei Reihen, einer immer kleiner als der andere. Vom größten Riesen bis zum kleinsten Zwerg. Vorsichtig näherte sich der Fischer dem Thron und fragte, Frau, bist du nun Kaiser? Natürlich bin ich Kaiser. Ach, Frau, wie steht dir das schön, dass du Kaiser bist? Was stehst du da so rum? Ich bin nun Kaiser. Nun will ich auch Papst werden. Geh hin zum Butt. Was willst du denn noch alles? Papst kannst du nicht werden. Hier gibt's nur einmal in der Christenheit. Das kann der Butt doch nicht machen. Mann, schwatz kein dummes Zeug. Kann er Kaiser machen, so kann er auch einen Papst machen. Geh sofort hin. Ich bin Kaiser und du mein Mann. Ich befehle es dir. Da wurde ihm ganz bange zumute. Und er ging hin zum Strand. Die Luft durchtoste wütend einen Sturm, der die Wolken in der Luft und die Wellen auf der See aufwühlte. Blitze zuckten in der Ferne. Die Wellen rollten immer höher heran. Der Fischer zitterte und bebte und Knie und Waden schlotterten ihm. Ganz verzagt stand der Fischer in seiner Angst. Mantje! Mantje! Timpete! Butje! Butje in der See! Meine Frau, die Ilsebill! Will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? Sie will Papst werden. Geh nur hin. Sie ist es schon. Sie ist Papst? Tatsächlich. Da sehe ich sie. In einer herrlichen Kirche. Mit lauter Palästen drumherum. Ganz gold gekleidet. Frau, du bist Papst! Ja, ich bin Papst. Kaiser liegen dir zu Füßen. Dahinter die Könige. Und draußen, vor der Kirche, liegt das Volk dir zu Füßen. Frau, wenn ich dich ansehe, ist es, als ob ich in die helle Sonne sehe. Nun kannst du nicht noch mehr werden. Also sei zufrieden, liebe Frau. Aber die Frau war nicht zufrieden. Sie grübelte und grübelte und konnte vor lauter Gier und Grübel nicht schlafen. Sie warf sich die ganze Nacht von einer Seite auf die andere und dachte darüber nach, was sie wohl noch werden könnte. Indessen wollte die Sonne aufgehen, und als sie das Morgenrot sah, setzte sie sich aufrecht im Bett hin und sah starr in die liebliche Morgenröte. Ich hab's. Ha! Kann ich nicht auch die Sonne und den Mond aufgehen lassen? Hey, Mann, wach auf! Geh hin zum Butt. Ich will werden wie der liebe Gott. Was sagst du, Frau? Träum ich?
Du träumst nicht. Ich will die Sonne auf- und untergehen lassen. Ich will den Mond aufgehen lassen. Ich will Gott werden. Das kann ich dem Butt wirklich nicht sagen. Der Fischer wollte um keinen Preis zum Strand, um diesen Wunsch auszusprechen. Aber die Frau brachte ihn mit ihrer Bosheit auch diesmal dazu, zum Butt zu gehen. Es tobte ein solcher Wirbelsturm, dass er sich kaum auf den Füßen halten konnte. Bäume wurden umgeweht, Berge bebten und die Felsenstücke rollten in die See. Es donnerte und blitzte. Da schrie er. Mantje! Er konnte sein eigenes Wort nicht Mantje! Hören. Mantje! Timpetee! Butje, Butje in der See! Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Was will sie denn? Ach, lieber Butt, sie will werden wie der liebe Gott. Geh nur hin. Sie sitzt schon wieder in der Fischerhütte. Und da sitzen der Fischer und seine Frau noch heute. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das war's schon wieder. Bis zum nächsten Mal beim Galli Märchen Podcast.